Ja, grüß euch und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge Poppy Playtime mit mir, dem Huggy Wuggy. Den ich heute mache. Nee, verarscht. Das war ich was. Ich habe mich nur hinter ihm versteckt. Also, grüß euch und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge Poppy Playtime mit mir, dem Fuchsel. Wir sind hier immer noch in diesem komischen Hotel, Labyrinth, Schlaf, Home, Sweet Home, Dings da. Und da sind ein paar Süßkram drin und wir haben eine Videokassette aufgehoben, die wir uns jetzt hier mal angucken werden. Ach, guck mal, da ist er ja. Greetings, employees, and welcome to your first day here in Playtime. We're certain that in the days to come, you'll find your new family here every bit as loving and supportive as your own. Feel free to wander the halls, sit in the mess for lunch, or watch our children play and learn to their little heart's content. Join the innovationists, where the bounds of science are continuously pushed. Or join the counselors of Playcare, whose diligence and care for our children will help shape a brighter future. Just you see. Now, every one of you has your part in that future, so should you come back tomorrow feeling unhappy for where you are, or what you've done, worry not, for your supervisor is here and happy to listen. And should you come back years later, your conscience finally getting the better of you, may you descend into the dark and the dust, finding all that awaits you are incomprehensible horrors, each hungry for your return, each eager that they might find you. Perhaps they'd smile at you from a shadow, their smiling mouths full of teeth and meat and plastic, watching and waiting patiently for their turn at a warm welcome. Or perhaps they won't allow you such time to figure your place in the world you'd left, a world that's theirs now. Welcome home. Autsch! Aua! Das hat weh! Macht er hier einen auf The Ring oder was? Oh! Ich sollte sogar erwischt werden, dann passt's ja. Hey, ich hab meine Hände wieder! Hurra! Ich weiß gar nicht, ob ich mich überhaupt bewegen konnte gerade, weil ich hab mich einfach nicht bewegt. Ob ich weglaufen sollte vor ihm oder sonstige Sachen irgendwie, das weiß ich jetzt gerade nicht. Tut mir leid, ich kann es leider nicht mehr rausfinden, weil jetzt sind wir schon hier. Ey, ist gleich gewusst, dass es so geht. Hätte ich noch in die letzte Folge mit eingebaut. Wo geht's hier lang? Aufzug. Ja, okay. Da ist die Tür zu, da komme ich nicht weiter. Liegt überall kaputtes Spielzeug rum. Oh, guck mal, wer da ist. Ich kann verstehen, dass sie nicht mehr mit uns reden will. Also wirklich, Banzo, und Selbstmord ist noch kein Grund gewesen hier. Schäm dich gefälligst. Selbstmord hat noch niemandem geholfen. So, wer bist du? Daddy Longlegs. Na gut, er ist sauer, dass ich seine Frau gekillt habe. Das Spiel hat mich dazu gezwungen. Ich hätte es ja auch lieber leben lassen wollen. Okay, da muss meine Hand rein. Blöd, dass ich hier nicht durch dieses Gitter durch das Ding hinschieben kann. Gasmaske. Ah, ich hab's ja sogar genommen. Na ja, gut, aber ist die Sicht eingeschränkt, die brauchen wir jetzt nicht. Hier riecht's komisch. Riecht ihr was? Ich bin ohnmächtig geworden. Glücklicherweise hat mich irgendeiner hier hochgebracht. Ich weiß nicht wer. Warst du es? Hast du mir verziehen? Sagst du eigentlich gar nichts? Dann sorge mir mal die Maske hier. Na ja, mit den hier.
Welche Rennfahrer? Ja, wie sind die Filter noch in Ordnung? Weiß man ja nie. Na. Hm. Okay, ich tippe mal, dass das hier der Weg ist. Hm. Den halt mal fest. Oh. Die Filter sind nicht mehr so gut in Ordnung. Schätze mal stark. Hallo? So. Wenn die Maske direkt machen, die wollen ja was sehen. Oh, guck mal, die ist sogar von innen beleuchtet. Die Waschmaschine. Hochmodern, die Teile hier. Und so. Und hier so ein Bienenkopf hier. Och, die Arme. Komme ich da durch? Nö. Nö. Hm. Da ist eine rote Hand drauf. Ich erinnere mich, ich hatte mal eine rote Hand, aber dann wurde sie mir einfach genommen. So. Was haben wir hier alles? Da kann ich rein. Da kann ich rein. Okay, aber vorher gucke ich mir auch die anderen Weg an. Kann ich Hand drauf machen? Aha, Geheimweg gefunden. Tatsache, ist sogar wirklich geheim, ja. Wirklich gesehen. Okay, hier ist ein Kassettenrekorder, aber ich habe leider keine Videokassette. Müssen wir schon erstmal finden. Aber wenigstens weiß ich, wo man sie abspielen kann. Sollte ich sie finden. Da ist sie ja. Dann guck mal ein bisschen fern. Subject is stable. Designated 1322. Clear neural abnormalities were detected in his recent checkup. Though highly irregular, we've pulled him from the home sweet home just before lights out to perform. What are you doing with my friend? What are you doing out of bed? How did you get in here? Is Kevin sick? Why did you take him away? Yes. Kevin is very sick. Kevin. Very, very sick. But we want to make him better. But he can only get better if we take him to where we can provide proper care and give him proper rest. Well, do you really think he will be okay? I should think so. We're good at what we do, son. We paid attention in school, learned, and got our proper rest when we needed it. Just like you need it now. I should think. Come now, let's get you on back to bed. Okay. It's been a pleasure meeting you, Joseph. And I promise you, your friend will be all right. When you see him again, he'll have never been better. Hm. Ich verstehe nicht ganz. Es war mir eine Freude, dich kennenzulernen, Joseph. Der Junge hat sich niemals vorgestellt. Hm. So, ansonsten hier Experimente und Dinge. Na klar, jetzt haben wir hier von Spielzeugladen, Spielzeugfabrik hier, haben wir jetzt hier den wahnsinnigen, hey, ich mache Tests und Experimente. Oh, guck mal, wer da war. Hey, bleib doch mal hier. Ich wollte mich doch noch bedanken. Na. War ja doch gerade eben. So. Bin mir nicht mal sicher, ob die Entwickler hier wirklich eine Ahnung. Ob die Entwickler hier wirklich eine Ahnung hatten, dass sie hier für eine Story einfach weitermachen. Irgendwie gibt es hier tausend Wege, aber keiner führt irgendwie zu richtig zum Ziel. Hm. Irgendwie zum Gucken. Berührt.
Okay, hier ist die Kinderkrippe. Hier kommen sie rein, wenn sie ein paar Tage älter sind. Ah, guck mal, hier ist die Strombatterie. Wo bin ich jetzt? Wie kam ich jetzt hierher? Ich weiß gerade nicht, wo ich hin muss. Hier rein. Hier rein. 100% Power. 50% Power. Jetzt brauchen wir nur noch die andere Hälfte, oder? Verstehe, wir müssen zwei Türen aufmachen. Wo kommt dann der zweite Strom her? Der kommt hierher. Hm, doch mal drücken. Nee, irgendwas fehlt hier noch. Hm? War da was? Hm, keine Ahnung. Ich gehe nochmal nach oben. Ich dachte, ich hätte da ein riesiges Gesicht gesehen. Was mich da angeguckt hat, was steht da? Why have you returned? Warum ist er zurückgekommen? Ist eine gute Frage, habe ich mir auch gestellt. Warum ist er eigentlich hierher gekommen, hier der unser Bub hier? Hm? The original saved me. I rejoice in him. Hm, das war, der echt hat mir geholfen, alle anderen irgendwas anderes. Mein Englisch. Also hier ist sonst nichts mehr. Hier ist so ein riesiger umgefallener Teddybär. Wow. Könnte man eher als Frosch verzeichnen hier. Ein Großmaul hier. Und so, warte mal, hier sind wir jetzt hergekommen, dann ging es hier rüber. Dann ist die große Frage. Oh. Na dann, gehen wir nach oben. Guck mal, das Hagiwagi. Lebt er eigentlich noch? Ich meine, seit dem ersten Teil habe ich ihn eigentlich nicht mehr gesehen. Ja gut, das gerade eben, das war eine Traumsequenz, die zählt nicht. So, hier kann man wieder ein Auto starten. Na dann, Volldampf. Jetzt wieder nach unten. Warum haben die eigentlich so riesige Aufziehautos hier? Hier geht's auch nach unten. Ich sollte mal öfters mal an die Decke hingucken. So, was haben wir hier? Hi! Hi there! I'm Piggy Piggy. Let's eat! Okay, was gibt's denn? Ja. Ich hätte gerne Schweinshaxe. Die ganzen Tiere, die er aufgezählt hat, es waren auch die anderen Tiere alle. Also die, oh, hier hat er gespeichert. Also mit Ausnahme von Catnap. Okay, jetzt wieder ein Videoband zum Gucken. Jetzt war doch ein Einhorn dabei, aber war eine Kuh dabei? Ein Huhn? Ja doch, gegen einen Chicken. Der war dabei. Aber ich kann mich an keine Kuh erinnern. Ja, Rogue's Beef. Okay, hier kann ich nichts machen. Kann ich hier nochmal anziehen? Warum nicht? Du weißt nicht, wo hier zufällig ein Videoband ist, oder? Der versteht nur Banane. Mal essen. Fleisch. Seth Jones and the Pumpkin Lord. Ist da Poppy drauf? Da ist sogar ein Ding, Hagiwagi drauf, auf dem... Oh. Ja gut, und das ist immer wieder das... Ist immer so eine tolle Sache, wenn die so Spiel machen. Ah, hier ist das Band.
Mit E, natürlich. Guck mal ein bisschen fern. Setz uns hier schön hin. Ah, and here they all are. Well, of course. They'd never miss this. Who's that, Mrs. Brooks? Who's going away? Oh, Stella. This week, Dr. White here has selected our very own Samuel Lee. Now, before he goes, let's all give Sam one last goodbye, shall we? With me. One, two, three. Goodbye, Sam! Sam, die meinen aber jetzt nicht, jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein. Ja, Sam schon, aber der komplette Name. Jetzt wiesen der nochmal. Oh Mann! I want you. Serious Sam. Uncle Sam. Jetzt bin ich, weiß ich es nicht mehr. Ihr könnt es ja in die Kommentare schreiben. Habt ihr wenigstens mal was zum Schreiben? Ui, Selbstmord! Hallöchen! Oh, jetzt weiß ich wo. Ah, hier geht's weiter. Und so. Ja, jetzt sind wir hier so drin. Ja doch, Uncle Sam hieß er einfach. Na? Oh, hier waren wir schon mal. Ich habe einfach nur den Weg wieder aufgemacht. So, okay. Dann sind wir hier und dann geht's weiter. Theoretisch. Aua. Ist die eine Sonne, hier wäre die andere Sonne. Muss ich hier irgendwo... Verstehe. Ich muss auf der Seite, muss ich auch noch den Strom herstellen. Die Frage ist, wie komme ich da ran? Guck mal, hat einer schick gemalt. Das ist ja ein cooles Bild. Was gibt es denn auch für Bilder? Muss ich hier nochmal runter? Überlegt gerade, wir haben da unten das Auto gemacht, dann haben wir uns bloß hochgezogen. Nee, eigentlich müssen wir nicht runter, oder? Jetzt bin ich schon unten. Ja, hier war das. Nee, Moment, hier war die Tür zu. Die geht aber jetzt nicht auf, oder? Die ist immer noch zu. Verschlossen. Ich glaube, ich muss wieder hoch in den ersten Stock. Auf die anderen Seite, wo wir das Videoband gerade eben angesehen haben. Jetzt mal spontan behaupten. Das heißt, wir müssen... Wie kommt man eigentlich da rein? Das heißt, wir müssen theoretisch... Okay, die Tür ist verschlossen. Irgendwo nach oben kommen. Ja, hier halt eben. Ab nach oben. Und schon sind wir wieder oben. Und von hier aus müssen wir dann halt wieder zurück auf die andere Seite. Hier, gönnt ihr da was? Down the hatch. Es sind jede Menge Schlafplätze hier. Okay, hier müssen wir jetzt irgendwo, irgendwie... Weiter. Nach unten, nach oben. Hier ist auch ein Strom. Aber was kann ich damit aufladen? Ah. Okay, scheint so, als ob ich den Arm hier länger brauche. Da ist die Taschenlampe mit dran, an dem Arm hier. Ja, ich weiß, die Tür ist zu. Wo geht's hier weiter? Da geht's nicht weiter. Hier ist auch verschlossen. Hier oben wäre wieder Strom. Ist aber nicht zum Nehmen. Nur zum Hingreifen. Ups.
Man kann hier durchgreifen, aber man kann halt nichts erwischen, so gesehen. Da kann man durchgreifen. Schnell durch, bevor es sich anders überlegt. Was genau mache ich jetzt? Ich glaube, der macht nur die eine Tür hier wieder auf. Und er macht die Tür hier auf. Das ist ein Bär, ist keine Kuh. Wie kann ich runter? Die Frage ist, was will ich da unten? Oh, guck mal, der dreht sich sogar mit mir mit. Aber ist hier nun. So, aufpassen, dass ich nicht aussehen. Stockaktiver Fall. Hier ist eine Küche. Krankenbett. Liegt hier vielleicht der Alpha Kevin rum? Okay, da wäre wieder Strom. Hey Junge, ich bin hier. Oh, da ist eine Batterie im Rücken. Und so er sich nicht mehr zu mir. Ach, deswegen, weil er mich hier so gesehen hat. Ach, kann ich nicht mehr reinstecken. Weil er mich so gesehen hat, hat er sich immer zu mir hingedreht. Und jetzt, wo ich die Batterien entnommen habe, sagt er halt, ja, nö, geht nicht. Wie er es dann bei mehreren Kindern gemacht hat. 22 Minuten. Wo wird die Batterie benötigt? Coming back was a mistake. Zurückkommen war ein Fehler. Ja. Ganz schön baut hier. Ob es hier irgendwo ein Safe gibt? Meine, es wäre in meinen Augen der einzige Grund, warum der liebe Junge hier sein könnte. Okay, hier geht's nicht weiter. Ich komme halt hier auch nicht weiter raus. Doch, hier. Okay, jetzt haben wir einmal Strom hier. Werden wir mir die Hand reichen? Wie viele Bansos hier sich hier aufgehängt haben? Sollen, muss richtig scheiße gewesen sein hier. Okay, hier kommt der Strom her. Und führt hier nach draußen. Hier ist auch sonst kein... Doch, hier kann ich noch rein. Hallo? Jemand zu Hause? Help. Halt, halt, halt. Verstecken, verstecken, verstecken. Sonst ist da nichts drin. Und hier? Wie ist so da sitzt? So ein Vertrauenslehrer irgendwie. Hallo, kommt sie herein. Ich hörte, Sie haben ein Problem. Setzen Sie sich. Erzählen Sie mir davon. Ja, ich weiß nicht, was ich so machen soll. Es ist einfach so dunkel hier und diese Taschenlampe funktioniert nicht richtig. Ah, verstehe. Ich sorte es in die Akten ein. Ah. Gehen Sie nach Hause und denken Sie über Ihr Leben nach. Ja, danke, werde ich machen. Oh, warten Sie. Ja, schließen Sie bitte die Tür. Oh, mache ich. Er ist ja ein ganz netter eigentlich. Oh, guck mal, hier kann man aufmachen. War Strom? Ich sollte nach Hause gehen und über mein Leben nachdenken. Tja, wo ist zu Hause? Wer ist St. Nimmerlein? So, warte, hier ist ja nochmal Strom. Oh nein, oh nein, jetzt bin ich hier eingesperrt. Bin ich wirklich eingesperrt? Liebe Entwickler, wie komme ich hier raus? Aha. Wir haben jetzt ein bisschen Strom mit, dann haben wir zum Gucken. Steht da jemand? Nee. Oh
Mann, ich habe aber immer Alien-Flashbacks. Jetzt kommt mir irgend so eine Kreuzung und kommt von oben einer angerannt. So. Freunde für immer. Zumindest weiß ich, wo ich bin. Das erklärt immer noch nicht die Frage, was ich hier genau machen soll. Verstehe. Hast verstanden. So, warum kommt jetzt hier eigentlich so Musik? So, machen wir hier mal auf. Dann schnappen wir uns hier den Strom. Bauen den da hin. Schnappen wir uns hier den Strom. Das war knapp. Ja, wer kommt denn da runter? Patsch, patsch. Haben sie ihn da oben festgenagelt? Hast du ihn runtergeworfen? Ein mieses Dreckschwein. Hey. A good day keeps the monsters away. Eine Umarmung und tackelt den Ungeheuer fern. Two hugs a day is better in every way. Komm, gib mir eine dritte. Hugging forever. Hugs are non-stop. I'm gonna hug you until you pop. Er ist ein guter, ein ganz braver. Hug a day keeps the monsters away. Vollgas! Hey, da brennt's. Werden die Dinger eigentlich aufgemotzt, dass die so schnell durchrennen? So. Jetzt haben wir den Dino auch noch umgebracht. Hat sie auch erhängt. Nach den ganzen Banzos? Warum ist es hier eigentlich die ganze Zeit Musik? Warum habe ich Bossmucke? Warum höre ich Bossmusik? Oh, das. War da gerade was? Das kann irgendwie so wirken, wie wenn ich hier nicht aufmerksam bin. Aber ich habe so zumindest irgendwas gesehen hier. Gibt's hier Gas? Ich glaube, hier kann man wieder atmen. Batterie! Gibt's den Weg wieder raus? Oh. Ist hier nur irgendwas zum Gucken? Nur erhängte Plüschtiere. Na gut. Kikeriki! Klick! Na. Ja gut, es hat hinter mir den Weg nach oben wieder aufgemacht. Hi! Mr. Rauschen. So, speichern. Ich weiß nicht, ob das nicht. Na komm, wir gehen jetzt einfach doch noch rein. Okay, was haben wir denn hier alles? High five! Den Revolver benutzen. Revolver. Okay, aber ich kann ihn nicht hochziehen, oder? Kann ich den vielleicht runterziehen? Ja, hier kann ich eine Brücke rüberziehen. Aber wie komme ich da rauf? Kann ich hier drüber springen? Hm.
So funktioniert das nicht. Mal. Okay, die Entwickler haben mitgedacht. Die haben hier eine Alpha-Wand hingemacht. Beziehungsweise kann ich halt hier nicht auf das Geländer, weil... Oh, doch, kann ich schon. So, bin drüben. Mann, was für ein aufregender Weg war es, bis hierher zu kommen. Ja, okay, ich komme jetzt wieder zurück, wenn es ist. So. Nee, die Seite hier. Okay, der leitet das Ding um. Und der schießt ihn wieder darüber. Rechin. Ah, okay. Okay, ich kann ihn so zielen lassen. Ich kann ihn so zielen lassen. Verstehe. Ich verstehe. Die Frage ist... Dann kann ich ihn hier draufballern lassen, so gesehen. Aber wenn es nicht genügend, ich den Revolver auf den Showmaster auf und ziehe den Hebel. Theoretisch müsste so der Strom hier jetzt auch hier drauf leiten. Wenn ich den hier kurz anfasse, gehe die Hand nochmal drüber. Ein schweres Rätsel. Werden wir es schaffen? Nö. Weiß ich, sage ich euch jetzt schon. So, aber kann ich nochmal auf die andere Seite rüber? Okay, ich probiere jetzt einfach mal hier nochmal auf die andere Seite rüber zu kommen, was ich jetzt dort instant schaffe. Ankündigung. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge von Poppy Playtime wieder. Ah, guck mal, jetzt hat hier den... Oh. Ja, okay. Ja, ich habe die andere Seite erreicht. So, dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Poppy Playtime wieder. Würde mich über ein Like, einen Kommentar und ein Abo freuen. Und natürlich, wenn ihr in der nächsten Folge wieder dabei seid. Also bis dann. Tschüss.